Ja, willkommen zur Vorlesung Virtualisierungstechnologien. Wir haben heute zwei Teile, wir haben ja in Summe 3 Stunden. Das heißt, wir werden erst Memory und Storage Virtualization machen, 1 Stunde, und dann auf allgemeine Virtualisierung eingehen, also ganzer Computer und was es da für verschiedene Techniken gibt. Und ja, fangen wir mal mit der Virtualisierung von Memory und Storage an. Memory-Virtualisierung ist eigentlich eine sehr alte Technik. Das haben Sie heute in praktisch jedem Betriebssystem. Sie managen dort das Memory pro Prozess. Das heißt, jeder Prozess eines offenen Betriebssystems greift nicht direkt auf den physikalischen Speicher zu, sondern hat eine Zwischenschicht, die üblicherweise Hardware unterstützt ist. Das heißt, Sie brauchen eine sogenannte Memory Management Unit, MMU, die im Prozessor integriert ist. In allen größeren Prozessoren ist sowas fix on chip oder in früheren Prozessoren halt mit einem eigenen Chip, aber heute ist das alles einer. Und jeder Prozess sieht virtuell das gleiche Memory Layout. Also ein Prozess hat immer sein Textsegment, wo der ausführbare Code ist zum Beispiel, an derselben Stelle. Datensegment ungefähr an derselben Stelle. Und einige Sachen sind heutzutage ein bisschen randomisiert, da kommen wir noch dazu. Aber im Wesentlichen hat jeder Prozess das gleiche Memory Layout. Und die MMU bzw. das Betriebssystem gemeinsam mit der MMU sorgt dafür, dass diese Memory-Seiten entsprechend richtig verteilt werden. Wir haben typischerweise so ein Layout, das heißt, wir haben irgendwo an einem Ende des Speicherbereichs einen Stack, wo also wenn Subaufrufe oder Ähnliches passieren, der Stack eben abgelegt wird, also lokale Variablen für einen Stack-Frame und Ähnliches. Wir haben einen freien Bereich, der üblicherweise nicht gemappt ist, wo später noch freier Speicher alloziert werden kann. Also zum Beispiel der Stack wächst in diesen freien Bereich hinein, weil natürlich ein Prozessor langsam mehr Speicher brauchen kann auf dem Stack, je nachdem wie tief die Aufrufreihenfolge ist, wie viele lokale Variablen angelegt werden. Wir haben typischerweise auf der anderen Seite des Speichers das Textsegment. Das sieht man also, wenn ich da die Maus sehe, da unten. Ja. Textsegment ist die Bezeichnung für den ausführbaren Code eines Prozesses. Das ist üblicherweise read-only, das heißt, Sie laden das einmal herein von der Festplatte und dann kann es rein und raus gepaged werden, beziehungsweise nur rausgepaged, man muss es nicht rausschreiben. Und dann haben Sie daran anschließend das Datensegment. Das sind die initialisierten Daten. Also wenn Sie in Ihrem Programm Daten, also wenn es nicht gerade eine Interpretersprache ist, sondern eine kompilierte Sprache, sind das die Daten, die Sie fix initialisiert haben mit festen Werten. Dann kommen die dynamischen Variablen, die Sie aber mit 0 initialisiert haben. Beim Laden des Programms wird dieser BSS-Bereich mit 0 initialisiert. Und dann kommt der Heap. Das ist der Bereich, wo Sie, wenn Sie dynamisch Speicher allozieren mit malloc oder so, oder wenn Sie eine interpretierte Sprache haben, alle Datenstrukturen, die anlegt, also Java oder so, werden auf dem Heap angelegt. Und der Heap wächst jetzt auch in diesen freien Bereich hinein und hat halt, und Sie haben dazwischen halt genug Speicher, um Ihren ganzen Hauptspeicher dort reinzumappen. Das ist jetzt eine eher vereinfachte Darstellung. Also wir haben typischerweise je nach Betriebssystem noch Teile im Memory, die nicht lesbar sind, oberhalb des Stacks oder ähnliche Dinge. Und in diesem freien Bereich, also dieses Weiße da in der Mitte, in diesem Free Space kann man typischerweise noch
zusätzlich was reinmappen. Und zwar gibt es ja System Calls, die es erlauben, eine Datei aus dem Dateisystem in den Speicher zu mappen. Das heißt mmap unter Linux-artigen, also unter Linux oder auch auf dem Mac heißt dieser Call mmap, mit dem man eben eine Datei in den Speicher mappt. Und das landet auch in diesem Bereich. Dann haben wir auf modernen Betriebssystemen eine Memory Layout Randomisierung. Das heißt, der Start des Heap, also hier dieses Bereichs, wo Malloc passiert, und der Start des Stacks sind randomisiert. Warum will man das? Weil wir immer wieder Programme haben, die zum Beispiel einen Speicherüberlauf haben, also Buffer Overflow. Und was dann passiert, wenn Sie einen Buffer Overflow auf dem Stack haben, ist, Sie überschreiben die Return-Adresse von der aktuellen Funktion. Und mit dem Mechanismus ist es möglich, dass ein Programm von extern in diesen Speicher Code reinschreibt, der einen Buffer Overflow macht, und dann wird nach Rückkehr aus dieser Funktion in diesen Speicher gesprungen und der Angreifer besitzt quasi die Maschine, ja, weil er ausführbaren Code von außen eingeschleust hat und dieser Code wird ausgeführt an der Stelle, wo der Angreifer das vorgesehen hat. Das funktioniert nur, wenn die Sprungadresse, wo das nachher hinspringt, bekannt ist. Wenn die aber bei jedem Programmstart anders ist und deswegen randomisiert man das, dann ändert sich die bei jedem Programmstart und der Angreifer hat zumindest schwieriger, ja? Weil er unter Umständen sehr viele Versuche braucht, bis er eben genau eine Adresse trifft, die er dafür vorgesehen hat, dass es ausgeführt wird. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir mehrere Prozesse haben? Also Sie haben hier links und rechts so ein Prozess-Image, wie wir es vorher gehabt haben. Und man sieht hier in der Mitte den physikalischen Speicher. Und wir haben jetzt hier so Pfeile, die andeuten, dass es halt Seiten gibt vom Stack, die da im physikalischen Speicher liegen, also von hier mit so einem Pfeilchen oder so. Und es gibt Adressen vom Heap. Und alle von verschiedenen Prozessen werden die Seiten, die gerade benutzt werden, in diesen physikalischen Speicher gemappt. Das macht das Betriebssystem mit Tabellen, die dann von der MMU entsprechend über das, also die Memory Management Unit entsprechend ausgeführt wird, dass das für den Prozessor adressierbar ist. Und wir sehen auch, wir haben hier irgendwo einen Swap-Bereich, nennt man das, also den das ist das Rote unten. Da haben wir Seiten, die ausgelagert werden können. Wir haben nicht immer alle Seiten im Hauptspeicher, das wissen Sie eh, sondern manche Seiten werden auf der Festplatte oder was auch immer Sie als Storage-Medium heute unten drunter haben. Der Vorteil davon ist, dass ich Programme ausführen kann, die größer als der Hauptspeicher sind. Das wird heute zunehmend uninteressant, weil die Hauptspeicher so groß sind, dass man das nicht mehr tut oft. Aber was Sie auch eben machen können, ist Textsegment und Ähnliches dynamisch reinmappen. Das heißt, Sie müssen nicht das gesamte Programm gleich am Anfang laden, sondern Sie laden halt nur die ersten paar Seiten. Das Programm fängt schon an, ausgeführt zu werden und das Betriebssystem lädt nach und nach die Seiten vom Hauptspeicher, von der Platte herein, die gebraucht werden. So fassen wir das nochmal zusammen. Also solche Seiten, also dieser Hauptspeicher ist in Seiten aufgeteilt, sogenannte Pages, und wir übersetzen diese mit Page Tables in der MMU von virtuellen Adressen aus dem jeweiligen Prozess-Image in physikalische Adressen im Hauptspeicher. Die MMU macht diese Übersetzung und das Betriebssystem muss diese Tabellen natürlich kennen und entsprechend maintainen, weil es ja weiß, welcher Prozess welche Daten zum Beispiel braucht. Es gibt verschiedene Strukturen. Es gibt Betriebssysteme, die haben nur eine Page-Tabelle. Es gibt Betriebssysteme, die haben mehrere. Es gibt auf jeden Fall pro Prozess mehrere Page-Table-Entries. Und es kann aber durchaus komplexere Strukturen geben. Das sage ich deswegen, weil das jetzt einfach eine vereinfachte Darstellung ist. Wenn wir jetzt eine Seite haben,
auf die zugegriffen wird und die nicht im Hauptspeicher ist. Was passiert dann? Ja? Dann wird auf jeden Fall mal von der MMU ein sogenannter Page Fault ausgelöst. Der sagt dem Betriebssystem, jetzt ist eine Seite zugegriffen worden, die gibt es nicht im Hauptspeicher, was soll ich tun? Das kann bedeuten, dass es die Seite gar nicht gibt, dass das Programm also fehlerhaft ist und auf Daten zugreift, die es nicht in Memory gibt. Dann wird das Programm typischerweise abgebrochen. Aber der typische Fall ist, diese Seite ist entweder noch nicht oder nicht mehr, weil zu viel Speicher gebraucht wurde, im Hauptspeicher verfügbar. Und jetzt kann das Betriebssystem diese Seite anfordern, dass die eingelagert wird. Das heißt, das Betriebssystem muss eine Strategie fahren, Seiten, die gerade nicht gebraucht werden, auszulagern und Seiten, die gerade dringend gebraucht werden, wieder einzulagern. Ich weiß nicht, haben wir da jetzt... Ja, also wir können mehr Memory benutzen, als wir physikalisch haben. Und wir können Seiten auslagern auf Secondary Storage, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Man nennt diesen Vorgang Swapping. Historisch war Swapping mal, dass man das gesamte Prozess-Image auslagert. Die ersten Betriebssysteme, die Multitasking und wo mehrere Dinge gleichzeitig im Hauptspeicher gehalten werden konnten, haben dann ganze Prozesse auf Secondary Storage ausgelagert und später wieder eingelagert. Und diese Unterteilung in Seiten, dass man das seitenweise tut, kam historisch erst später. Paging heißt das heute oder auch Swapping, also das ist heute synonym. Dazu braucht man einen eigenen Prozess, der das tut. Der heißt der Kernel Swap Daemon, kswapd in Linux zum Beispiel. Der lagert also solche Seiten aus auf Secondary Storage und lagert sie wieder ein, wenn es einen Page Fault gibt und sie gebraucht werden. Page Fault kann natürlich auch bedeuten, wie schon gesagt, dass Seiten angefordert wurden, die es nicht gibt, und dann wird das Programm abgebrochen. Wie schauen jetzt solche Strategien aus? Es ist ja nicht ganz einfach. Ich brauche jetzt Platz für eine Seite, für einen Prozess, der gerade läuft oder der gerade abgebrochen wurde, weil er einen Page Fault gemacht hat. Was tue ich? Ich muss andere Seiten auslagern. Und dazu gibt es verschiedene Strategien, die man verfolgen kann, um das möglichst effizient zu machen, weil ich will nicht Seiten auslagern, die dann sofort wieder gebraucht werden. Das heißt, das Betriebssystem muss irgendwelche Statistiken haben, um zu wissen oder um zu erraten, welche Seiten in der nächsten Zukunft gebraucht werden. Oft ist es günstiger, Seiten, die man nicht rausschreiben muss, auszulagern. Beispiel haben wir vorhin schon gesagt, wenn aus dem Textsegment eine Seite gebraucht wird, die steht sowieso auf Secondary Storage, weil das Programm ja auf der Festplatte oder was auch immer die Secondary Storage heute ist. Und deswegen brauche ich solche Seiten nicht explizit rausschreiben. Ich habe sie ja eh schon geschrieben und kann sie danach jederzeit wieder einlagern. Bei anderen Seiten, zum Beispiel Daten, wir haben vorher gesehen, Datensegment, also Heap oder Datensegment, diese Seiten, die ändern sich typischerweise während dem Programmablauf. Und das bedeutet, dass ich diese Seiten nach Möglichkeit nicht auslagere oder mir zumindest merken muss, wurden sie seit der letzten Auslagerung verändert. Und dazu haben die meisten MMUs ein eigenes Bit, was heißt Dirty, das heißt, dieses Bit zeigt an, diese Seite wurde seit der letzten Einlagerung vom Programm verändert. Und das macht die Hardware, das heißt, das muss nicht das Betriebssystem wissen. Es gibt weitere Read-Only-Seiten, die man auch einfach überschreiben kann und dann wieder einlagern kann. Beispiele sind Memory-Mapped-Files. Wenn ein File Read-Only mit MMAP in den Hauptspeicher geholt worden ist, ist es immutable und ist damit auch jederzeit ersetzbar durch Seiten, die gebraucht werden.
Das heißt, Strategien brauchen wir, die verhindern, dass ich Seiten auslagere, die sofort wieder gebraucht werden oder die häufig gebraucht werden. Und die Frage ist, wie können solche Strategien jetzt aussehen? Da ist mal ein Begriff sehr wichtig, das ist der Working Set. Das heißt, wir haben ein Zeitintervall Tau. Und Sie sehen, das Zitat von dieser Literatur dazu ist recht alt, das ist von 1968. Das heißt, wir haben ein Zeitintervall Tau, innerhalb von dem dieses Programm laufen muss, ohne dass es wieder den nächsten Page-Fault erzeugt. Und wir nennen die Anzahl Seiten, die es dafür braucht, den Working Set. Das kann jetzt natürlich unterschiedlich groß sein, ist auch natürlich vom Prozessor selber abhängig, wie schnell der ist, wie groß dieser Working Set für ein Programm ist. Das heißt, wir wollen, das Betriebssystem hat typischerweise bestimmte Zeitscheiben, die ein Prozess laufen soll, und wir wollen, dass innerhalb einer Zeitscheibe das Programm nach Möglichkeit keinen Page Fault macht, sondern möglichst lange halt läuft, damit wir möglichst selten den Scheduler aufrufen müssen. Das ist natürlich unmöglich, weil Sie alle wissen, Voraussagen sind schwierig, besonders wenn es sich dabei um die Zukunft handelt. Das heißt, wir haben Statistiken über die Vergangenheit und daraus müssen wir irgendwelche Heuristiken haben, die uns sagen, welche Seiten können wir auslagern, welche werden nicht mehr gebraucht und welche werden gleich wieder gebraucht. Sonst haben wir eben viele Page-Faults und wir nennen den das Verhalten, wenn man zu viele Page-Faults hat. Sie alle kennen das, wenn man zu viele Prozesse startet auf einem Rechner, tut sich nichts mehr, man ist nur noch mit Verwaltungsoverhead beschäftigt. Diesen Zustand nennen wir Thrashing, bitte mit TH, nicht Trashing. Trashing ist, wenn man im Mistkübel stirbt. Thrashing heißt dieses Verhalten, wenn nichts mehr weitergeht. Haben wir auf verschiedenen anderen Bereichen, wenn im Netzwerk zu viele Dateien, zu viele Backerl geschickt werden und die Leitung zu ist und dann Mechanismen einsetzen wie automatische Wiederholung von Übertragungen, haben wir auch Thrashing-Verhalten. Also nicht nur beim Prozessor. Ja, also der Working Set hängt ganz stark von dem ab, was das Programm tut. Kann insbesondere zeitlich nicht konstant sein. Das heißt, das Programm macht irgendwie am Anfang Initialisierungen, verhält sich da anders als später, wenn es irgendwelche Berechnungen macht. Bei interaktiven Programmen hängt es auch ganz stark davon ab, was der Benutzer gerade tut mit dem Programm, welche Seiten vom Betriebssystem gebraucht werden. Das heißt, die Voraussage, welche Seiten als nächstes gebraucht werden, ist nicht trivial. Aber es gibt eben gute Heuristiken. Und was hilft bei den Heuristiken ist, Code und Daten separat zu betrachten, weil Code üblicherweise sehr linear ausgeführt wird, modulo halt, dass ab und zu mal irgendwo hingesprungen wird. Aber über längere Zeit kann man bei Code einfach relativ sicher sein, dass er sich nicht sehr stark bewegt, während bei Daten gibt es Algorithmen, die halt sehr viele Seiten brauchen, weil sie ständig im Hauptspeicher herumspringen. Das heißt, wir brauchen eine sogenannte Page-Replacement-Strategie. Wann lagern wir welche Seiten aus? Ein wichtiger Punkt ist eben dieser Working Set, den ich gerade erwähnt habe. Der andere ist LAU, Least Recently Used. Das heißt, über die Statistik, welche Seiten wie oft in der Vergangenheit gebraucht werden, wurden, hoffen wir, dass wir damit eine Voraussage in die Zukunft bekommen, in die Nähere, um sagen zu können, werden diese Seiten jetzt sofort wieder gebraucht oder kann ich diese Seite auslagern. Wichtig ist, dass dabei das Dirty Flag natürlich betrachtet wird. Wir wollen nicht Seiten vergessen rauszuschreiben, wenn sie sonst noch gebraucht werden. Also wenn die Daten noch gebraucht werden. Es gibt andere Optimierungen, die oft sehr günstig sind. Es macht zum Beispiel Sinn, beim Neustart eines Programms einige Seiten gleich reinzuladen und nicht zu warten, bis das Programm gleich bei der ersten Seite ein Page-Fault auslöst und man dann gemütlich diese Seiten einlagern muss. Das heißt, es macht Sinn, ein paar Seiten einzulagern, die das Programm als nächstes brauchen wird. Es macht Sinn, automatisch als dirty markierte Seiten
vom Betriebssystem her auszulagern, insbesondere wenn die länger nicht benutzt wurden. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Seite, die ist jetzt schon einige Zeit nicht von einem Prozess benutzt worden, dann kann das Betriebssystem mal gemütlich die auf die Platte schreiben, um sie dann auslagern zu können, wenn später Speicher benötigt wird. Im schlimmsten Fall lagert sie die Seite dann mehrfach aus, weil dann doch der Prozess wieder läuft und das Dirty Flag wieder gesetzt wird. Aber Sie haben dann die Möglichkeit, eben solche Seiten proaktiv auszulagern und zum Beispiel regelmäßig, wenn nichts auf dem peripheren Bus los ist, den zu benutzen. Bei früheren Platten oder bei Betriebssystemen, die sehr nah an der Hardware sind, also eher embedded, macht es unter Umständen auch Sinn, wo auf der Harddisk bestimmte Seiten stehen. Bei den meisten heutigen Harddisks haben Sie im Prinzip ein eigenes Betriebssystem in der Platte, insbesondere wenn das Flash-Speicher oder ähnliches ist. Da macht es dann keinen Sinn mehr, dass das Betriebssystem weiß, was die Platte tut. Aber früher hat es durchaus Sinn gemacht, irgendwelche Elevator-Mechanismen zu haben, dass also bestimmte Locations auf der Platte in der Reihenfolge, wie sich der Schreiblesekopf bewegt hat, geschrieben wurden, weil das halt günstiger war und nicht der Schreiblesekopf dann ständig hin und her fährt. Bei Flash Memory haben wir ganz andere Probleme, weil üblicherweise Erase-Zyklen sehr lange dauern. Das heißt, ich möchte gerne Dinge, die später mal gebraucht werden, proaktiv in Flashblocks zusammenfassen, die, also wenn zum Beispiel ein Flashblock fragmentiert ist und da ganz viele gelöschte Daten drin sind, dann tun üblicherweise Flash-Filesysteme dafür sorgen, dass diese Blocks in einen neuen Clean-Block geschrieben werden und der fragmentierte Block irgendwie wieder gelöscht wird. Und das Löschen kann zu einem Zeitpunkt passieren, wo ich nicht gerade keinen Platz mehr habe, irgendwas zu schreiben. Also das macht man möglichst schon vorher, weil eben die Erase-Zyklen beim Flash deutlich länger dauern als die Schreibzyklen, als die Lesezyklen. Und die Schreibzyklen dauern auch noch mal länger als das Lesen. Bei einer Harddisk, die wirklich bewegliche Teile hat, dauert Schreiben und Lesen ungefähr gleich lang von einem Block. Bei Flash dauert Schreiben deutlich länger. Bei Flash kann man insbesondere teilweise den Speicher direkt adressieren vom Prozessor aus. Es kommen jetzt immer mehr Architekturen, wo Sie teilweise persistenten Speicher im Adressbereich des Prozessors haben. Damit kann man ganz neue Dinge tun und nicht Teil jetzt dieser Vorlesung, aber Sie sehen, dass da die Forschung nicht am Ende ist, sondern es kommen laufend neue Herausforderungen in dem Bereich. Dann gibt es noch ein paar Komplikationen. Es gibt zum Beispiel Seiten, die bestimmte physikalische Bereiche brauchen, wo sie stehen. Ein Beispiel ist, es gibt Interrupt Handling und Interrupt Handler können unter Umständen nicht das gesamte physikalische Memory adressieren. Noch wichtiger ist DMA, Direct Memory Access. DMA-Hardware kann üblicherweise nicht den gesamten Hauptspeicher adressieren. Das heißt, sobald Sie DMA machen, möchten Sie, dass die Seiten in einem bestimmten physikalischen Bereich liegen und dann muss das Betriebssystem unterstützen, dass also virtuelle Seiten Anforderungen haben können bezüglich dessen, in welchem physikalischen Memory-Bereich sie liegen müssen. Das heißt, da kann dann nicht der Swapper auf die Idee kommen, diese Seite irgendwo anders hinzulegen, wo sie nicht mehr per DMA zugreifbar ist. Das heißt, wir brauchen üblicherweise eine Lower Memory Area für DMA, weil auf ganz vielen Bussen die Anzahl der Bits, die vom Memory adressiert werden können, beschränkt ist, also die Anzahl der Adressbits. Und DMA, der Sinn von DMA ist ja, dass ich direkt in den Speicher schreibe und dass ich nicht nachher den Speicher, das, was ich gerade eingelesen habe, nachher nochmal wohin kopieren muss. Ja. Lässt sich manchmal nicht vermeiden, speziell bei sehr großen Architekturen, wo ich sehr viel Speicher adressieren kann und nicht so viel erreichen kann mit DMA. Aber jedenfalls, das ist eine Einschränkung, die solche Paging-Algorithmen beherrschen müssen, dass sie halt dafür sorgen, dass sie Seiten irgendwie physikalisch wohin legen. Ein weiterer Punkt ist,
ich kann normalerweise jede virtuelle Seite irgendwo im physikalischen Bereich hinschreiben, hinlegen. Manchmal habe ich aber DMA, der über mehr als eine Seite geht. Also so eine Seite liegt in der Größenordnung von 4K bis 8K typischerweise. Wenn Sie sehr viel Speicher haben, auch darüber. Und manchmal braucht man DMA größer als diese Seitengröße. Und dann müssen virtuelle Seiten, die nacheinander sind, auch physikalisch nacheinander liegen, weil sonst halt der DMA die nicht auf einmal beschreiben kann. Das heißt, dieses ganze DMA, auch Interrupt-Händler, gibt es Anforderungen, dass bestimmte Seiten an bestimmten Positionen liegen müssen. Dann gibt es Pinning. Es gibt Seiten, die man nie rausschreiben darf. Das wichtigste Beispiel ist der Swapper, der Prozess, der für das Page-In und Page-Out verantwortlich ist, sollte sich nach Möglichkeit nicht selber rausswappen, weil wir sonst Schwierigkeiten haben werden, diese Seite wieder reinzukriegen, weil es niemand mehr gibt, der das tut. Dann gibt es Bereiche aus dem Betriebssystem, die überhaupt nicht rausgeswappt werden dürfen. Beispiel ist wieder Interrupt-Routinen. Interrupt kann jederzeit kommen. Das heißt, die Routine, die dann aufgerufen wird, wenn ein Interrupt kommt, darf nicht dann erst einen Page-Fault auslösen und dann wird gemütlich mal diese Seite eingelagert, sondern die muss gepinnt sein. Das heißt, die muss im Hauptspeicher bleiben und die darf das Swapper nicht angreifen. Und natürlich bestimmte Teile vom Betriebssystem, die für Scheduling verantwortlich sind, darf man auch nicht auslagern, weil sonst nichts mehr geht. Andere Dinge, die man beachten muss, 32-Bit-CPUs haben nicht beliebig viel Hauptspeicher, können den einfach nicht adressieren, weil sie halt nur 32 Adressbits haben. Das heißt, dort haben wir ein Memory Limit bei 4 GB, was aber zunehmend uninteressant wird, weil alle Prozessoren, die man heute verbaut, typischerweise mehr adressieren können. Flash-Memory kommt zunehmend. Flash-Memory hat zusätzliche Komplikationen, da kann ich nicht einfach beliebig rein und raus swappen. Unter Umständen, weil Flash-Memory halt eine beschränkte Anzahl von Schreiblesezyklen hat und dann ist es kaputt. Das löst man bei Flash-Disks, also die Dinger heißen ja Disks, üblicherweise so, dass halt mehr Speicher als vorne aufgedruckt in dem Ding drin ist und Seiten, die schon zu oft benutzt wurden, werden einfach nicht mehr angesprochen und man hat dann halt ein Speichermedium, was altert. Wenn ich es lange benutzt habe, ist es halt irgendwann nicht mehr so gut wie am Anfang. Diese Dinge müssen von der Software irgendwie bearbeitet werden. Wir haben heute meistens Flash Translation Layer, die in dem Flash-Device drin sind. Es gibt aber Tendenzen, das mehr ins Betriebssystem raufzuziehen, weil dann halt das Betriebssystem brauchbarere Entscheidungen darüber treffen kann, wie es diesen Speicher verwaltet, weil es halt besser den Workload kennt, der da gerade im Betrieb ist. Das heißt, hier gibt es Tendenzen, Teile von diesen Flash-Translation-Layern ins Betriebssystem zu ziehen. Sie haben das heute schon unter Linux zum Beispiel mit den Memory Technology Devices, MTD-Layer. Das sind Flash-Chips, die man typischerweise in Embedded-Computern haben. Und das ist halt ein NAND-Flash, wo Linux direkt diesen Flash-Translation-Layer selber macht. Da muss er also wissen, wo liegt dieser Block, wann muss ich den löschen und ähnliche Dinge. Und dann gibt es oberhalb von diesem MTD-Layer einen Bereich, der mir dann darauf wieder einen Block-Device zur Verfügung stellt, wie wir das kennen aus anderen Bereichen. Empfehlen kann ich dieses Buch, Linux Virtual Memory Manager, wenn Sie damit mal mehr zu tun haben. Dann gehen wir in Storage-Virtualisierung. Jetzt haben wir Hauptspeicher-Virtualisierung gehabt, jetzt beschäftigen wir uns mit Storage. Das heißt, wir haben irgendwelche, ja, ich sag mal Block-Devices, also irgendwas, wo ich blockweise Speicher schreibe. Und typischerweise sind die um ein paar Größenordnungen langsamer als das, was ich mit dem Hauptspeicher tun kann. Und Beispiele ist halt eine normale Harddisk, das ist so das bekannteste Medium, was da verwendet wird.
Es gibt mehrere Virtualisierungsansätze in diesem Bereich, einmal blockweise Virtualisierung und einmal rein fileweise Virtualisierung. Sie alle kennen das, wenn Sie Dateien auf einer Cloud haben, dann geht das dateienweise und Sie legen diese Datei in die Cloud und können sie als Ganzes oder Teile davon wieder lesen aus der Cloud. Sie wissen nicht, wie die Cloud diese Dateien speichert. Wir interessieren uns jetzt hier in diesem Teil der Vorlesung mehr dafür, wie macht das die Cloud dann sozusagen, wenn sie diese Dateien speichert. Also wir interessieren uns mehr dafür, wie funktioniert die Block-Virtualisierung. Die File-Virtualisierung, die Stichworte dazu sind Network Attached Storage, also ein NAS, was am Netz hängt, oder auch Storage Area Networks, also SANs, die auch mit einem Netzwerk arbeiten und wo dann die Dateien virtualisiert sind. Das heißt, wir haben bei diesen SANs und eingeschränkt auch bei den NAS-Systemen eine Location Transparency für die Files. Das heißt, wir wissen nicht, wo das File heute liegt, aber wir können es mit bekannten Mechanismen erreichen. Wo es der Cloud-Provider heute ablegt, ob das in welchem teilweise wissen Sie nicht mal, auf welchem Kontinent das liegt physikalisch, interessiert Sie auch nicht, weil Sie jederzeit darauf zugreifen können. Wir beschäftigen uns jetzt in der Folge mit Block-Virtualisierung und was sehr ähnlich ist wie bei der Memory-Virtualisierung, wir mappen blockweise bestimmte Adressen auf, also bestimmte virtuelle Adressen auf physikalische Adressen. Hier sind die virtuellen Adressen jetzt Adressen in einem virtuellen Storage und die physikalischen Adressen zum Beispiel Blocks auf einer Festplatte oder in einem Flash-Layer. Also die physikalischen Blocks liegen irgendwann auf einer Blockadresse. Ich beschäftige mich von der Anwendung her sozusagen nur mit virtuellen Adressen und diese Übersetzungen können jetzt mehrere Layers haben. Und diese Layers schauen wir uns jetzt in der Folge an. Unter Unix, also damit auf Mac und auch auf Linux, haben wir es relativ einfach, weil alles ein File ist. Ja? Das heißt, wir haben für alles dieselbe Abstraktion und zwar in dem Bereich, der uns jetzt interessiert, ist alles ein Block-Special-File, wo ich also einzelne Blocks transparent schreiben kann. Und diese Special-Files kann man im Prinzip auf jedem Layer dieser Virtualisierungshierarchie verwenden. Das schauen wir uns gleich an genauer. Das ist nicht sehr sinnvoll in jedem Fall, aber es macht zum Beispiel Sinn, einen Translation Layer zu haben, der mir aus mehreren Festplatten eine zuverlässige Platte macht, also zum Beispiel RAID-Technologien. Dann habe ich eine RAID-Platte und auf der mache ich dann mehrere Logical Volumes. Das heißt, es macht Sinn, einen RAID-Layer zu haben und auf dem RAID-Layer obendrauf einen Logical Volume Manager. Andersrum macht es nicht sehr viel Sinn. Die Frage ist, warum, aber ich hoffe, das ist relativ klar. Wenn Sie unter Linux /block/partitions anschauen, das ist ein Special File, /proc/partitions, das ist ein Special File im Linux-Kernel, also kein real existierendes File, sondern Linux exportiert Verwaltungsinformationen in diesem /proc-Filesystem. Und Block Partitions zeigt mir einfach alle Block Devices an, die es gibt, von physikalischen Platten angefangen über RAID Partitionen bis zu Logical Volumes. Das ist ein Beispiel, wenn man sich dieses Special File mal anschaut. Die letzte Spalte kriegen Sie nicht mit, die ich da drinnen habe, sondern Sie bekommen Major, Minor, die Anzahl der Blocks, die das Ding hat und den Namen davon. Und ich habe halt nebendran dazu geschrieben, was das ist. So ein Dateiname wie SDB, jetzt muss ich mal schauen, ob ich meinen Cursor finde, wie SDB, das ist dieser Name, ist eine physikalische Disk. Dann, wenn es eine Zahl dahinter hat, wie ein bisschen drunter dann, SDB1, SDB2 ist eine Partition auf dieser Disk.
Das ist also auch unter Linux ein eigenes Block-Special-File, obwohl SDB1 natürlich klarerweise Teil von SDB ist. Sie können aber auf DevSDB genauso draufschreiben und zum Beispiel eine neue Partition erzeugen und dann ändern sich auch diese Partitionen, die dann in diesen Blöcken angezeigt werden. Das heißt, wir haben hier schon mal den ersten Layer, der jetzt, möchte ich jetzt nicht Virtualisierung nennen, aber wo eine Platte in mehrere Teile zerlegt wird, partitioniert wird und diese einzelnen Partitionen als eigene Block-Special-Files verfügbar sind. Dann kann ich aus diesen beiden Platten, zum Beispiel aus SDA1 und SDA2, ein MD-Device machen. Das ist jetzt ein RAID-Device, in dem Fall ein RAID 1, also ein Mirror aus zwei Platten, genauso für MD1. Und dann kann ich darauf Logical Volumes anlegen, die dann der Linux Logical Volume Manager verwaltet. Wir werden das in einer Übung auch machen. Das heißt, da werde ich Sie dann bitten, dazu was zu lesen und dann schauen wir uns das auch wirklich in der Praxis an, wie das funktioniert, diese verschiedenen Layer, weil was man dann zum Beispiel tun kann, ist, man kann eine Platte freischaufeln, dass sie keine Logical Volumes mehr enthält und kann dann Logical Volumes auf eine andere physikalische Platte migrieren. Tut man zum Beispiel meistens nicht direkt, sondern unter dem RAID drunter kann ich auch zur Laufzeit ein Device entfernen aus dem RAID, wenn es zum Beispiel ausgefallen ist oder irgendwelche Bad Blocks hat oder sich komisch verhält und eine andere Platte zur Laufzeit reintun und synken und die Anwendung kriegt außer möglicherweise Performance Overhead davon nichts mit. Ja. So schaut sowas dann mal schön farbig dargestellt. Das heißt, wir haben auf der untersten Ebene in Rot typischerweise die Physik, also irgendwelche Medien, die physikalisch die Blocks speichern, die ich habe. Und was man hier sieht, das wird dann zu RAID-Disks zusammengefasst. Wir schauen gleich ein bisschen mehr noch rein, das haben Sie sicher auch in Vorstudien schon gemacht, aber wir schauen uns trotzdem noch ein bisschen an, wie solche RAID-Level ausschauen. Sie sehen, dass an einem blauen RAID-Device mindestens zwei rote Devices dranhängen. RAID, das R in RAID steht für redundant, das heißt, wir versuchen mit Redundanz zu erreichen, dass unsere Disks ausfallsicherer werden. Und das macht dieser RAID-Layer. Und dann benutze ich diese RAIDs als physikalische Volumes, obwohl das eigentlich auch schon logische Volumes sind, weil sie ja aus zwei physikalischen Platten bestehen. Nur der Logical Volume Manager nennt das ein Physical Volume. Also für den Logical Volume Manager ist dann dieses RAID-Device ein Physical Volume. Und wir sehen jetzt hier, dass wir in der zweiten Zeile von oben die Volume Groups haben. Eine Volume Group besteht aus mehreren solchen Physical Volumes, also einem oder mehreren. Die linke Volume Group besteht aus zwei solchen blauen Physical Volumes und die rechte besteht nur aus einem blauen Physical Volume. Und dann haben wir logische Volumes da drauf, die sich jetzt wieder wie eine herkömmliche Platte verhalten für das Betriebssystem Linux. Also da kann ich ganz normal ein Filesystem drauf haben und Dateien drin speichern. Und diese Logical Volumes liegen dann verteilt in sogenannten Extents auf dieser Volume Group. Diese Blöcke sind jetzt im Gegensatz zu den physikalischen Schreib-Lese-Blöcken auf der Harddisk typischerweise größer. Das heißt, der Logical Volume Manager verwaltet nicht mehr Extents A4K oder sowas, also wie beim Memory Management vorher, sondern die sind deutlich größer, weil man sonst einfach zu viel Platz für Verwaltungsinformationen braucht und wenn man viel Platz dafür braucht, braucht man auch viel Zeit dafür. Das heißt, wir verwalten hier diese Extents in größeren Einheiten.
Ich habe gesagt, wir schauen uns ein bisschen genauer RAID an. Je nachdem, wem Sie glauben, steht die Abkürzung RAID für Redundant Array of Inexpensive Disks oder Redundant Array of Independent Disks. Wir sind heute ein bisschen mehr in die Richtung Independent gegangen. Warum? Die ursprüngliche Publikation ist von 1988 und damals waren diese Platten, die da verwendet wurden, wirklich sehr, sehr unzuverlässig. Die man so kriegen konnte, wenn man nicht irgendwie die Platten für große Mainframes gekauft haben. Die waren deutlich zuverlässiger, aber die waren eben nicht inexpensive. Das heißt, wenn Sie was gekauft haben, was inexpensive war, relativ inexpensive, wir würden das heute noch immer unglaublich teuer finden, dann war das einfach sehr, sehr unzuverlässig. Und um daraus größere Datenmengen speichern zu können, hat man eben diese RAID-Level eingeführt. Und diese ursprüngliche RAID-Publikation, die heute auch immer noch interessant zu lesen ist, ist von 1988. RAID tut Folgendes. Wir kombinieren jetzt einige physikalische Platten. Zu dem Zeitpunkt, wo das publiziert worden ist, waren das echt noch Festplatten, also Harddisks. Heute kann man sowas natürlich auch mit Flash speichern oder ähnlichem tun. Es gibt zum Beispiel Flash-Speicher, die Dinge mehrfach speichern auf mehreren Flash-Blocks oder mehreren physikalischen Flash-Chips und nach oben eine einheitliche Schicht zur Verfügung stellen. Das ist dann nicht mehr unbedingt der RAID, aber sie haben damit auch natürlich eine höhere Zuverlässigkeit. Diese verschiedenen RAID-Konfigurationen nennt man aus diesem Paper sogenannte RAID-Level, obwohl es eigentlich nichts hierarchisch Aufgebautes ist, aber halt die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, um Platten zu kombinieren. Was kann man da tun bei diesen RAID-Levels? Mal das Einfachste. Der Einfachste ist, einfach Platten aus Kapazitätsgründen hintereinander zu hängen oder Teile von Platte 1, dann ein Teil von Platte 2, dann wieder ein Teil von Platte 1, ein Teil von Platte 2 hintereinander zu legen, was dazu führt, dass wenn zum Beispiel mehrere Prozesse gleichzeitig auf dieses Volume zugreifen, dass sie dann schneller sind, weil sie zwei Platten haben und hoffentlich genug I/O-Kapazität, dass sie diese Platten gleichzeitig mit I/O versorgen können. Und dadurch können Sie dann erreichen, dass das ganze Storage sich schneller anfühlt, ja? Wenn Sie was schreiben drauf, weil halt Teile von einem Prozess auf der Platte 1 landen und Teile vom anderen Prozess zum Beispiel auf der Platte 2 landen. Nachteil davon ist, ein Harddisk-Ausfall zerstört das gesamte Array, weil natürlich keinerlei Redundanz dabei ist. Ich habe da oben hingeschrieben, es ist eigentlich kein RAID, ja, weil RAID, das R für Redundanz steht und wir haben hier keine Redundanz. Disk Space ist einfach zu berechnen, ist einfach die Summe der hintereinander gehängten Disks. Und dieser RAID Level 0 ist erst später dazugekommen, ist nicht im Original Paper von 1988 drin. Striping, habe ich schon gesagt, man kann die entweder einfach hintereinander hängen oder Striping machen, wo man Teile von Platte 1, Teil von Platte 2, Teil von Platte 1, Teil von Platte 2 so hintereinander in Streifen hat. Und das erzeugt eben besseren Durchsatz und ist damit für manche Anwendungen sehr sinnvoll. Und diese Variante davon, der Linear Mode, der zum Beispiel vom Linux unterstützt wird, kann ich einfach zwei Platten hintereinander hängen. Wenn ich sowas heute will, nehme ich meistens ein LVM, also ein Logical Volume Manager, weil der hängt mir auch mehrere logische Volumes hintereinander und ich habe die zusätzliche Flexibilität, dass die Logical Volumes, die ich daraus mache, nicht am Stück sein müssen, sondern halt Teile von den verschiedenen Platten verwenden können. Wie man es in der Grafik gesehen hat, also Sie sehen hier, das linke Logical Volume ist ganz schön angelegt, in Anführungszeichen. Da liegen also die ganzen logischen Blocks von den farbigen Logical Volumes oben alle schön hintereinander. Und bei dem rechten sieht man, das ist historisch öfter mal erweitert worden.
Und da haben wir zum Beispiel die roten, das rote Volume verteilt über mehrere Blocks und das ja, lilane oder was auch immer das für eine Farbe ist, Volume dazwischen, weil die halt abwechselnd immer resized worden sind, aber die eigentliche Anwendung kriegt davon nichts mit und auch die Performance, den Unterschied merkt man fast nicht. Das war RAID 0. RAID 1, auch heute noch eins der wichtigsten RAID-Level im Einsatz, ist einfach Mirroring. Das heißt, wir haben mehrere Platten, die denselben Inhalt haben. Man nennt die resultierende logische Einheit auch einen Mirrored Set. Wir haben bei einem Mirrored Set üblicherweise Performance Improvements beim Lesen, wenn das Betriebssystem das unterstützt, weil das Betriebssystem auch hier wieder sich entscheiden kann, hole ich das jetzt von der ersten Platte oder von der zweiten oder wenn es mehr als zwei gibt, von der dritten Platte und damit die Performance natürlich besser wird, wenn ich entsprechend mehr I/O-Kapazität dadurch auslasten kann. Das heißt, beim Lesen bekomme ich sogar bei RAID 1 einen Performance Boost, beim Schreiben natürlich nicht, weil Schreiben immer auf allen Platten passieren muss, weil ich ja Redundanz will und damit alle Platten denselben Inhalt haben müssen. Write Performance ist typischerweise von der langsamsten Disk bestimmt. Das heißt, wenn man Disks hat im System, was man üblicherweise nicht hat, die verschieden langsam, verschieden schnell sind, dann kann das ein Problem sein. Die meisten Betriebssysteme machen sowieso ein Caching im Hauptspeicher. Das heißt, sie schreiben eine Datei, closen die und zu dem Zeitpunkt, wo sie die geclosed haben, ist die noch lang nicht auf der Platte. Ja? Sondern das Betriebssystem schreibt die dann gemütlich im Anschluss daran irgendwann auf die Platte. Es sei denn, sie treffen bestimmte Vorkehrungen und sagen dem Betriebssystem, dieser Block muss zwingend auf der Platte stehen, weil Anwendungen für sowas sind zum Beispiel Datenbanken. Ja? Bei einer Datenbank wollen Sie, dass die Sache auf dem Storage steht. Ja, Redundanz, das Ganze funktioniert, solange noch eine Disk übrig ist. Die üblichsten Rollouts davon sind zwei Disks. Es gibt aber auch Varianten, wo man drei hat, damit man länger weiterarbeiten kann, wenn eine der Disks ausfällt, weil das Risiko bei RAID ist immer, es fällt Ihnen eine Disk aus, Sie haben die nicht lagernd, das heißt die Mean Time to Repair ist relativ lang und Sie kriegen die nicht gleich und bis dahin fällt Ihnen die zweite Disk aus und das ist natürlich dann bei den meisten RAID-Architekturen fatal. Schauen wir uns aber gleich an. Dann gibt es einen ganzen Haufen RAID-Level von 2 bis 4, die man heute in der Praxis de facto nicht mehr einsetzt. Es gibt zum Beispiel ein Bit-Level-Striping, wo man bestimmte Hamming-Codes verwendet hat. Da brauchte man sogar bestimmte Synchronisation von den jeweiligen Disks und so weiter. Das wird überhaupt nicht mehr eingesetzt. Wir haben Byte-Level-Striping mit einem bestimmten Parity-Verfahren. Level 4 wurde noch eine Zeit lang eingesetzt mit einem speziellen Parity-Verfahren. Aber wie gesagt, Levels 2 bis 4 de facto heute nicht mehr im Einsatz. Level 5 ist wieder heute noch sehr wichtig. Wir haben hier ein Block-Level-Striping, also auf Block-Ebene, nicht mehr auf Byte-Ebene. Und wir haben keine explizit Parity-Disk mehr, die die Parity-Information speichert, sondern die Parity wird auf die bestehenden Drives aufgeteilt. Es müssen alle Drives verfügbar sein, bis auf eins. Das heißt, bei RAID 5 darf mir nur ein Drive ausfallen. Dann, wenn ein zweites ausfällt, ist das ganze Array kaputt, dann sind die Daten weg. Wir brauchen mindestens drei Disks bei RAID 5 und die Kapazität berechnet sich eben aus der Anzahl der Platten minus 1 mal dem Storage pro Platte. Und diese RAID Level 5 ist heutzutage bei den riesigen Disks, die wir haben, also Sie kriegen ja heute problemlos eine 8 Terabyte Disk und Sie können sich vorstellen, da ist 10 Terabyte. Ja, aber ich habe gesagt problemlos, also dieser Wert ist Moving Target. Das Problem ist, es sind sehr viele Daten weg und die Zeit, die wir brauchen, um diese Daten zu speichern, ist lang.
Das heißt, wenn mir eine Disk ausfällt, bis ich das ganze RAID-Array wieder synchronisiert habe, das dauert seine Zeit. Und wenn mir während dieser Zeit eine zweite Disk eingeht, dann habe ich ein großes Problem. Und deswegen geht man heute zunehmend auf höhere RAID-Level. Auch dieser RAID-Level 6, der ist in dem Originalpaper natürlich nicht drin, den gab es damals noch nicht. Der setzt jetzt wieder, ähnlich wie RAID 5, eine Distributed Parity ein. Auch nicht mehr nur Parity, sondern andere Codes, also Reed Solomon oder sowas. Und hier können wir zumindest mal den Ausfall von zwei Drives tolerieren. Und das ist für heutige Synchronisationszeiten schon manchmal echt essentiell, dass man da was hat, wo man in der Zeit, wo das Ding synchronisiert, dann auch fertig wird, bevor die nächste Disk ausfällt. Kapazität hier n-2 mal der Größe pro Disk. Und wie gesagt, für heute für große Disks sehr zu empfehlen oder überhaupt ein Mirroring-Setup mit mehr als zwei Devices. Auch da haben Sie das Problem natürlich nicht. Und die Disks sind so billig, dass Mirror versus das, was man bei RAID an Platz sparen kann, nicht mehr wirklich so ins Gewicht fällt. Ja. Und Mirroring hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie halt gewisse Performance beim Lesen kriegen, weil Sie von mehreren Devices gleichzeitig lesen können. Früher war es auch mal ein Performance-Overhead, wo man gesagt hat, das in Software zu rechnen, dauert mehr Zeit. Das ist heute völlig unerheblich. Ja. Also die Codes, die da gerechnet werden müssen für Parity oder Reed Solomon oder sowas, liegt in Größenordnungen, die eine moderne CPU wirklich problemlos bewältigt. Dann gibt es RAID-Levels, die kann man auch kombinieren. Das heißt, man kann mehrere von diesen Standard-RAID-Levels gemeinsam verwenden. Und die Reihenfolge ist wichtig. Also RAID 10 ist nicht das gleiche wie RAID 01. Das heißt, wir verwenden RAID 1 plus RAID 0. RAID 0 ist Striping, da hänge ich einfach mehrere Disks hintereinander oder jedenfalls im Wesentlichen. Und RAID 01 wird nicht verwendet in der Praxis, weil Sie eine Disk verlieren und dann ist das gesamte Volume weg. Dann ist das, wenn die zweite Disk ausfällt, ist das Volume tot. Bei RAID 10 können Sie im Prinzip von jeder, weil Sie jeweils zwei Platten haben, die ein RAID 1 bilden, also einen Mirror, und dadurch können Sie jeweils aus jedem dieser Mirrors, die nachher zu einer großen Disk zusammengesetzt sind, eine Platte verlieren. Deswegen ist RAID 10 eigentlich das Mittel der Wahl, wenn man das schon tut. Allerdings muss man sagen, heute verwendet man eigentlich solche RAID-Level kombinieren nicht mehr, sondern ich habe drüber für die statt Striping typischerweise einen Logical Volume Manager, der mir mehr Flexibilität bietet. Dann ist ganz oft, frequently asked question, RAID Software oder Hardware. RAID braucht Monitoring, das heißt, Sie müssen Ihr System kennen, wenn um 3 Uhr morgens was passiert. Das ist das Kriterium. Ja. Und das können Sie mit Software RAID erreichen und das können Sie mit Hardware RAID erreichen. Hardware RAID hat ein paar mehr Klippen. Bei Software RAID können Sie typischerweise ein und dieselbe Harddisk in einen anderen Computer stecken. Selbst wenn die Harddisk noch okay ist, aber der Rest vom Computer, zum Beispiel der Festplattencontroller, nicht mehr geht, können Sie das Ding wieder in Betrieb nehmen. Bei einem RAID-Controller brauchen Sie genau diesen RAID-Controller wieder. Das heißt, es ist essentiell, dass Sie den noch kriegen nach ein paar Jahren. Dann brauchen Sie ein Monitoring, das heißt, Sie müssen wissen, wann Ihre Disks ausfallen. Es gibt Hardware-RAIDs, die sehr schwer an ein Monitoring-System anzubinden sind, wenn Sie was Billiges nehmen. Wenn Sie also was Billiges wollen, nehmen Sie lieber ein Software-RAID, weil sonst kommt es vor, dass ein Hardware-RAID wochenlang vor sich hin piept, in irgendeinem Kammerl niemand das zur Kenntnis nimmt und dann fällt die zweite Platte aus und es ist vorbei. Ja? Also wichtig bei dieser Frage, Hardware- oder Software-RAID. Hardware-RAIDs leisten sehr gute Performance, sind sehr relativ teuer, also da stimmt eben dieses Inexpensive nicht. Von RAID, wo das, je nachdem für was das I heute steht.
Und sie haben aber dafür üblicherweise sehr viele Möglichkeiten und viele Leute, die professionell das betreiben, schwören darauf. Wenn sie das eher nicht so ganz so professionell einsetzen, kann man mit Software RAID zum Beispiel unter Linux sehr viel tun. Was muss man noch bei RAID tun? Relativ häufig passiert es, dass wenn Blocks nicht benutzt sind, die irgendwann schlecht werden und sich nicht mehr lesen lassen. Schlecht, wenn eine Platte ausfällt und auf der anderen Platte gibt es solche Bad Blocks. Das heißt, was man macht, regelmäßig über alle Platten drüber gehen und diese Blocks lesen. Das ist üblicherweise ein Background-Prozess, der das tut, um festzustellen, hat sich da irgendwas an Bad Blocks entwickelt. Damit sehen Sie auch relativ früh, wenn irgendeine Platte Bad Blocks entwickelt, dass man sie halt mal tauschen sollte in nächster Zukunft. Kann auch entdecken, wenn es zum Beispiel Unterschiede gibt. Wenn Sie jetzt ein RAID 1 mit drei Platten haben, können Sie sagen, okay, die dritte Platte ist fehlerhaft. Das heißt, Sie gewinnen damit echt Sicherheit. Bei RAID 5 können Sie zumindest sagen, ich habe unterschiedliche Checksums, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Nicht alle diese Fehler kann man automatisch reparieren, weil man unter Umständen eben nicht sagen kann, welche Platte jetzt fehlerhaft ist. Bei zwei RAID 1 Disks weiß ich nicht, welche von beiden Platten die falschen Daten hat. Und es gibt ganz viele Errors, die nicht von RAID gefunden werden. Da gibt es ein sehr gutes Paper, was ich Ihnen ans Herz lege, was hier referenziert wird. Was ich da blau habe, ist dann per Klick hinten erreichbar mit Link. Sie kriegen die Folien eh auf die werde ich hochladen. Und Sie brauchen also da zusätzliche Mechanismen, die zum Beispiel so NAS- oder SAN-Systeme implementieren. Zusammenfassend, RAID Levels 1, 5 und 6 werden benutzt. Level 10 wird unterstützt. LVM ist das, was man meistens stattdessen einsetzt. Sie können Online-Platten dazugeben und removen. Sie können einen Failed Disk aus einem RAID 1 Verbund rausnehmen und dann die neue reintun, und Sie können Background Recovery machen und mit dem weiterfahren. Lesen will man dazu vielleicht noch zu RAID ein paar Artikel, das habe ich hier mal angegeben. Kurz noch zum Logical Volume Manager, wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich werde hier ein bisschen überziehen und dann nachher die andere Vorlesung ein bisschen kürzen. Wir haben den Device Mapper, der logische Volumes verwaltet. Wir haben in einer Volume Group mehrere Physical Volumes, und wir haben vorhin schon gesehen, dass ein Physical Volume nicht wirklich unbedingt physikalisches drum sein muss, sondern auch schon ein RAID Volume sein kann. Und wir haben größere Extents, als wir zum Beispiel bei Hauptspeichervirtualisierung haben, also typischerweise 4 MB aufwärts für einen solchen Extent, das heißt eben auch nicht Block, der die logische Verwaltungseinheit für den Logical Volume Manager ist. Wir können zur Laufzeit Logical Volumes dazugeben und removen, und noch viel schöner, wir können zur Laufzeit Logical Volumes größer machen und unter Umständen auch kleiner machen. Es gibt die Möglichkeit, Snapshots zu machen. Das heißt, ich kann den Stand von einem Logical Volume zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren, und um zum Beispiel ein konsistentes Backup machen zu können. Und es gibt Snapshots, die man schreiben und lesen kann. Das heißt, man hat dann einen Fork, wo zwei Daten sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln können. Manchmal will man das. Physical Volume, habe ich schon gesagt, kann ein Device sein, aber kann zum Beispiel auch eine RAID-Partition sein. Und ein logisches, also diese Logical Volumes kann man auch wieder für andere Zwecke verwenden. Ich kann zum Beispiel dann ein Logical Volume in eine virtuelle Maschine reingeben, und in dieser virtuellen Maschine schaut das Ding wieder aus wie ein Hardware-Volume, und die virtuelle Maschine macht darauf nochmal LVM und hat dort wieder mehrere Logical Volumes. Ja? So hat man dann mehrere Schichten von Virtualisierung, wo das durchaus Sinn macht. Auf einem Rechner werde ich das nicht tun. Die Frage ist, Partition verwenden oder ein physikalisches Device für Logical Volume?
Wenn man davon booten will, dann macht es Sinn, eine Partition zu verwenden. Oft habe ich aber Virtualisierung und will innerhalb der VM zum Beispiel für Daten ein Physical Volume haben, wo wieder LVM verwendet wird. Und dann macht es sehr viel Sinn, die ganze Disk zu verwenden. Das heißt, ich nehme dann ein ganzes Physical Volume oder halt eine RAID-Partition und verwende die als ein Ganzes, die ganze Platte. Das Schöne ist nämlich, der Logical Volume Manager kann auch Physical Volumes resizen. Das heißt, wenn sich die Größe des Physical Volumes später ändert, dann kann ich in der VM drin sagen, einfach PV Resize, Physical Volume Resize, und habe in meiner VM ein größeres Physical Volume und der Logical Volume Manager kann das verwalten. Und dann kann ich in der Provisionierung von der VM einfach diese Platte größer machen und die VM kann damit umgehen. Das heißt, manchmal macht es sehr viel Sinn, nicht noch Partitionen zu verwenden, sondern direkt auf der in Anführungszeichen nackten Hardware zu arbeiten. Ja, Hauptfeature von LV ist, dass ich eben online resizen kann, Logical Volumes. Ich kann beeinflussen, wo auf den Physical Volumes ein Logical Volume liegt. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn ich ein Logical Volume migrieren will oder andere Dinge damit tun muss. Oder zum Beispiel, wenn ich ein vom Logical Volume Manager ein ganzes Physical Volume rausnehmen muss, dann muss ich erst alle Logical Volumes so migrieren, dass die auf der verbleibenden Hardware sind und dann kann ich das Physical Volume rausnehmen ohne Datenverlust. Das sind so die Dinge, die man online tun kann. Wichtig dabei ist, da ist ja meistens ein Filesystem drin, das Filesystem sollte natürlich auch Online Resizing unterstützen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer dazu. Ich kann Volume Groups live splitten, das heißt, ich kann sie in zwei Volume Groups aufteilen. Die zweite darf natürlich nicht aktiv sein, zumindest in derzeitigen Software-Varianten nicht. Nein, splitten geht, glaube ich, sogar online, aber mergen in eine bestehende Volume Group, da muss die Ziel-Volume Group, darf nicht online sein. Ja, jetzt gerade erwähnt, Filesystem muss resizable sein und ext234 unterstützt das, ReiserFS auch, und zwar sowohl Grow als auch Shrinking. Andere Filesysteme wie zum Beispiel XFS unterstützen nur Vergrößern, aber nicht Verkleinern. Es sei angemerkt, man braucht eh meistens Vergrößern, ja. Die andere Richtung ist bei dem Platz, den man heutzutage hat, oft nicht so wichtig. Das heißt, wenn man so ein Filesystem, was man nicht verkleinern kann, dann muss man es kopieren und dann auf ein kleineres Volume kopieren. Wichtig ist auch, bevor man das Logical Volume kleiner macht, muss man das Filesystem darin kleiner machen. Das ist was wir in der Übung auch tun werden, aber es sei hier schon mal erwähnt, sonst macht man sich natürlich die Daten kaputt. Ja? Also wenn ich das Filesystem noch glaubt, das hat da hinten noch Platz auf dem Logical Volume und da ist tatsächlich, sind tatsächlich Daten und ich tue nicht erst das Filesystem kleiner machen, sondern gleich das Logical Volume, sind die Daten natürlich weg. Weil man diese Größe oft nicht ganz genau hinkriegt, empfehle ich zu sagen, okay, ich mache mein Filesystem ein bisschen kleiner als meine Zielgröße vom Logical Volume, dann mache ich das Logical Volume größer und bin sicher, dass es größer ist als das Filesystem und dann sage ich dem Filesystem wieder, es soll den verbleibenden Platz ausfüllen, weil ich dann halt dieses Risiko, dass ich es halt doch gerade ein bisschen zu groß gelassen habe, das Filesystem nicht habe. Ja, Einführung, da habe ich dann da werde ich im Moodle auch einiges an Literatur reinstellen, dass Sie das für die Übung sich anschauen können. Interessant ist, sich mal diesen Beginners Guide, Introduction to Linux LVM und diesen Beginners Guide zu Gemüte zu führen. Wenn Sie nicht also im letzten Semester haben wir sehr viele Leute gehabt, die beruflich damit täglich zu tun haben. Das hängt also davon ab, wo sie stehen, aber damit alle up speed sind, würde ich empfehlen, dass sie sich die Sachen, die ich dann ins Moodle stelle, zu Gemüte führen, um halt auf dem gleichen Stand zu sein wie die Kollegen, die das täglich tun. Gut, dann sagen wir mal hiermit durch. Wir machen kurze Pause und sehen uns dann wieder
zur Virtualisierung von ganzen Maschinen. Danke vielmals. Okay.